Sie wieder mit dabei sind, liebe Zuschauer. Ich hoffe, Sie haben es sich gemütlich gemacht vorm Fernseher. Fernsehschauen ist schon was Tolles und vor allen Dingen, wenn man ein richtiger guten Bild- und Tonqualität das Ganze schauen kann. Und nicht nur von zu Hause aus, sondern auch mal mobil und unterwegs. Jetzt geht ja das schöne Wetter los. Und in diesem Jahr ist ja das Reisen eh alles ein bisschen anders. Deswegen verreisen ganz viele auch mit ihrem Campingmobil oder schauen zum Beispiel von zu Hause, vom Gartenhäuschen aus gerne Fernseher, stellen sich da draußen so einen Fernseher auf. Nur was braucht man denn dafür alles? Natürlich eine Flachantenne und jede Menge Zubehör. Und darüber berichten sogar die Fachmagazine. Und einen Bericht möchte ich Ihnen ganz gerne mal einblenden und vorlesen, wie zum Beispiel die HNA, die schreiben, Fernsehen im Campingurlaub, diese Möglichkeiten gibt es. Für viele Camper gehört unterwegs auch guter Fernsehempfang dazu. Mit der richtigen Technik ist das kein Problem, das verrät uns der Chefredakteur der Fachzeitschrift ProMobil. Er rät zur Satellitenantenne. Nur was gibt es denn da jetzt und auf was muss ich achten und vor allen Dingen, was kann ich dafür bezahlen? Und all diese Fragen wird Ralf heute klären. Ja, und wir haben hier eine komplette Satellitenanlage für Sie, sodass Sie auch mobil überall Fernsehen schauen können. Das ist jetzt für Lkw-Fahrer, für Camper, für Wohnmobilfahrer, aber auch für Leute, die im Gartenhaus Fernsehen schauen wollen, aber auch nicht zuletzt für Sie zu Hause. Aber bleiben wir beim Mobil. Wir sind irgendwo und dann müssen wir natürlich erstmal die Kameras oder die Satellitenantennen aufbauen. Das ist bei unseren Flachantennen überhaupt kein Problem. Sie sehen also nicht eine Schüssel im herkömmlichen Sinn, sondern eine Flachantenne. Hier der Vorteil, die ist wesentlich weniger windanfällig und wetteranfällig. Die bleibt auch immer genau so. Da gibt es keine Roststellen oder ähnliches und die stelle ich jetzt auf. Oder gerade Wohnmobil oder Wohnwagen, da kann ich sie sogar fest auf dem Dach installieren, flach hinlegen durch das Gewinde während der Fahrt und dann wieder aufrichten, sobald ich am Ort bin und eben ausrichten. Und das geht unglaublich einfach. Und hier sehen wir auch die Vorteile natürlich. Es ist windunempfindlich, es ist ein einfacher Transport und Installation. Und unten sehen wir natürlich optisch noch unauffällig durch die Integration in die Umgebung. Und das ist auch noch was Herausragendes, weil unsere Flachantennen. Und beginnen tun wir mit der Single-Variante, also mit einem LNB, um einen Receiver dran anzuschließen. Man kann die dem Hintergrund anpassen, mit ja. Farben, mit Tapeten, mit Lacken. Ganz einfach, indem ich einfach so streiche oder bemale, wie ich es will. Auf eins müssen Sie verzichten, auf Metallic-Lackierungen, weil diese Metallpartikel würden den Empfang ein bisschen stören. Aber ansonsten darf man alles damit machen. Und man macht sie damit im Prinzip unsichtbar, auch wenn man es zum Beispiel im Gartenhäuschen hat. Einfach mal dem Hintergrund entsprechend ansprühen oder anmalen oder auch bei der Festinstallation und dann werden sie unsichtbar. Die Wetterunempfindlichkeit ist hier auch ein Riesenpunkt, weil viele, die Satellitenfernsehen schauen, wissen, dass wenn es mal ein Gewitter gibt, das dann plötzlich heißt kein Signal. Ja? Mhm. Und das passiert hier wesentlich später, weil wir hier nicht so windanfällig sind. Du hast ja auch kein, im Prinzip, so eine Schüssel hat ja wie ein Segel. Ja? Mhm. Und das ist hier eigentlich abgefedert durch die flache Bauweise. Sie sehen super aus und sie sind auch noch erschwinglich für jeden und ganz, ganz einfach auch zu installieren, ob mobil oder fest. Das ist wirklich kinderleicht. Das ist kinderleicht. Auch hier natürlich schön. Schauen Sie mal, passt sich der Fassade an. Ich habe das übrigens beim Spazierengehen mal entdeckt. Da hat jemand ein Foto von seinem Hund auf die Satellitenantenne geklebt. Kann man natürlich auch machen, also so eine Fototapete. Ne? Also Sie können es besprühen, Sie können es natürlich auch bekleben. Es ist das Chamäleon auch intern. Das, was Sie hier gerade eingeblendet sehen, ist die Single-Variante. Also hier für einen Anschluss. Das zeigen wir hier nochmal an der Seite. Ne? Da haben Sie einen Anschluss. Und ich finde, mit 113,95 € sind wir da richtig, richtig günstig. Weil solche Flachantennen, die kosten normalerweise ultra viel Geld. Die ist hier wetterunempfindlich, wie wir die ausrichten, wie wir die installieren, zeigen wir Ihnen später auch noch. Aber gerade auch so für den mobilen Bereich, ja, ob jetzt für das kleine Gartenhäuschen oder vielleicht zum Campen, sind das natürlich tolle, tolle Möglichkeiten und natürlich hier auch flexibel einsetzbar. Richtig, und wir werden Ihnen auch im Laufe der Sendung bis zum Receiver alles zeigen, sodass das problemlos auch für Sie, egal wo Sie sind, zu installieren ist. Lkw-Fahrer möchte ich noch mal ansprechen. Die haben ja
ja oftmals lange, lange Touren und dann steht man abends, weil man muss Pause machen und dann kann man sich die Zeit natürlich auch durch Fernsehen verkürzen, da natürlich am besten mit Satellitenempfang und da kommt die Flexibilität, die Einstellung dieser Flachantenne natürlich auch richtig und während der Fahrt kann ich sie flach hinlegen, sodass sie die möglichst größtmögliche Aerodynamik hat, also auch da nicht stört. Ich finde sie schön, sie haben einen ultra tollen Empfang und sie wissen, wie vielschichtig Satellitenempfang ist. Ja, und wenn Sie jetzt Angst haben, das auszurichten oder einzurichten, wie finde ich denn die richtigen Sender? Das werde ich Ihnen am Ende der Sendung noch zeigen, dass man auch mobil in 0, nichts, also innerhalb von Minuten, ja, ich würde schon sogar fast schon sagen, innerhalb von Sekunden die richtige Ausrichtung der Antenne hat. Hier gibt es übrigens noch eine Experteneinschätzung von der ESOSAT. Vielleicht können wir da auch noch mal einen Blick drauf werfen. Da schreiben die nämlich, die Satellitenflachantenne bietet einen hervorragenden Empfang. Das Gerät eignet sich hervorragend für Balkon, für die mobile Nutzung in zum Beispiel LKWs, Karawanen. Und ja, sie dienen natürlich auch für Satellitenradio, TV und HDTV. Montage nebst der Justierung der Antenne nach Kundenmeinung sehr leicht. Das zeigen Ihnen auch gleich nochmal. Und die Bildqualität sei hier sehr, sehr gut. Auch das ist natürlich ganz wichtig, wenn wir schon unterwegs Fernsehen schauen, dann natürlich auch in einer sehr guten Qualität. Das Ganze jetzt bezahlbar mit 113,95 Euro mit der Bestellnummer PX1383 und der 569. Bitte beachten Sie hier, wir zeigen Ihnen jetzt gleich noch eine zweite Satellitenflachantenne. Das ist die mit einem Anschluss, also mit dem Single-LMB. Ja? Wenn Sie natürlich mehrere Geräte anschließen wollen, haben wir gleich noch eine zweite Möglichkeit für Sie. Hier jetzt aber erst nochmal die Bestellnummer für den einfachen Anschluss mit der Bestellnummer PX1383 und der 569. Der TV-Sonderpreis ist übrigens nur 2 Stunden gültig. Und jetzt kommen wir noch zur Twin, also zur zweiten Variante mit 2 Anschlüssen. Genau, Twin heißt sie ganz einfach für doppelt hier. Und das ist eben praktisch, wenn man auch mit der ganzen Familie verreist. Oftmals im Wohnwagen ist es so, dass ein Bereich für die Eltern ist, der hintere Bereich oder umgekehrt für die Kinder. Und jetzt möchte ich an beide Anschlüsse auch wirklich Satellitenanschluss legen und das geht nur mit einem Doppel-LNB. Ja? Und hier sehen wir optisch genau das Gleiche, alle gleichen Voraussetzungen, auch hier von der Größe, von den Ausmaßen identisch. Der Unterschied ist im Innenleben nicht zu sehen, ein Doppel-LNB. Das Einzige, wo man sieht, ist hier jetzt bei den Anschlüssen. Schauen Sie, da kommen Sie, da sind 2 separat zu betreibende Anschlüsse, sodass ich unabhängig voneinander 2 praktisch Fernseher betreiben kann mit oder Receiver mit unterschiedlichem Fernsehprogramm. Bei den LNB könnte man, bei einem könnte man durchschlaufen, aber dann könnte egal wer immer nur das gleiche Fernsehprogramm schauen. Und das ist eben hier die Freiheit. Auch natürlich Wohnmobil. Auf dem Campingplatz einfach 2 Zonen schaffen, vielleicht auch nur 1 in Reserve, ja, sodass Sie noch ein bisschen Spielraum haben. Auch hier die Vorteile, die Unempfindlichkeit im Vergleich zu herkömmlichen Schüsseln gegen Wind und Wetter, die absolute Integrationsmöglichkeit in den Hintergrund. Es gibt übrigens viele, auch jetzt gehe ich mal ganz kurz zu Wohnhäusern, die diese auf dem Balkon installieren und dann dementsprechend streichen, dass man sie überhaupt nicht sieht, weil es sieht als manchmal sehr schlimm aus, wenn so ganze Fronten mit Hunderten von Schüsseln da sind. Deshalb verbieten das viele Vermieter. Aber was er nicht sieht, kann er nicht verbieten. Ja? Also ich möchte Ihnen jetzt nicht sagen, gehen Sie gegen den Vermieter vor. Aber die kannst du so perfekt tarnen, dass man sie nicht mehr sieht. Guck mal, das hier ist, siehst du, da haben sie teilweise sogar 2 Schüsseln pro Balkon und so möchte man keine Häuserfront. Ja? Aber hiermit kannst du das komplett integrieren in den Hintergrund, dementsprechend streichen, malen, tapezieren, Bildtapeten drauf machen. Ich habe sogar so eine Antenne schon mal gesehen, das war da nicht getarnt, sondern da haben die Kinder mit Fingerfarben ein Smiley drauf gemacht. Ja, das sieht dann auch richtig schön lustig aus. Aber hier sieht man das. Guck mal, angepasst auf das Vordach und eigentlich überhaupt nicht zu erkennen. Nee. Ja? Hätte ich jetzt wirklich auf den ersten Blick nicht erkannt. Boah, das sieht aber auch schick aus, du. Mensch, das sieht richtig, richtig schick aus. Ja? Und das jetzt hier für Qualität zum ganz kleinen Preis. 142,45 Euro. Da sollten Sie bitte ganz schnell in die Leitung gehen. Weil das ist die besondere Flachantenne mit 2 Anschlüssen. Das heißt, Sie können hier 2 Geräte anschließen. Ja. Sie müssen nicht 2 solche Antennen auf dem Balkon oder Terrasse stehen haben.
Eine einzige reicht da vollkommen aus. Ja, richtig. Und damit ist bester Satellitenempfang eben gewährleistet. Und Satellitenempfang ist, glaube ich, das breit gefächerste Empfangsspektrum. Also ich habe zu Hause auch Satellitenempfang und ich bin richtig froh darüber. Und Sie werden das auch sein. Ob mobil, also jetzt Camping, Freizeit, Gartenhaus, LKW, also bei der Arbeit oder dann auch zu Hause, um einfach mal vielleicht weg vom Kabelfernsehen zu gehen, weil das ja immer monatlich Geld kostet, hin zum Satellitenfernsehen, welches immer noch kostenlos ist, außer natürlich die Grundgebühr, die GEZ, die man bezahlen muss. Aber da kommen wir einfach nicht drum herum, so wie es aussieht. 142,45 Euro, da kommen wir nicht drum herum, definitiv nicht. Aber Sie haben jetzt die Möglichkeit, wenn Sie jetzt bestellen, dass Sie um einen viel zu teuren Preis herumkommen, nämlich unser TV-Sonderpreis, der ist jetzt für Sie freigeschaltet und die nächsten 2 Stunden. Jetzt entscheiden Sie sich bitte, benötigen Sie nur einen Anschluss oder dann doch 2 Anschlüsse. Wenn Sie sich nicht sicher sind, kleiner Tipp, greifen Sie zur Twin-Variante, weil da ist man auf Nummer sicher, wenn man später nochmal nachrüsten will, noch ein zweites Gerät anschließen will, dann muss man sich nicht noch eine zweite Flachantenne kaufen, sondern hier sehen Sie nochmal die 2 Anschlüsse. Das ist natürlich richtig clever und intelligent. Und passend dazu, den habe ich übrigens, für mich die perfekte Version, ein kleiner Receiver. Weil bei Receiver denke ich immer an diese riesengroßen Geräte. Aber das ist ein kleiner und der hat ein paar Besonderheiten. Ja, also wir verzichten ja nur auf die Größe, nicht auf die Technik. Es ist ein HD-SAT-Receiver im ersten Moment, aber die Besonderheiten, da komme ich gleich noch dazu. Hier haben wir sogar die Möglichkeit, auch ältere Geräte mit zu versorgen, wenn wir das möchten. Fernbedienung sehr, sehr übersichtlich, die lege ich mal auf die Seite. Aber ich zeige Ihnen die Anschlussmöglichkeiten. Das ist übrigens unglaublich einfach. Hier kommt natürlich vom Satellitenschlüssel der F-Stecker rein, also das Antennenkabel. Dann haben wir hier einen HDMI-Ausgang. Damit gehen wir jetzt also zum Fernseher. Dann haben wir hier die Möglichkeit, über Koax auch noch hier den Ton weiterzugeben, wenn wir eine Soundbar haben zum Beispiel. Und das hier, das kennen die Älteren natürlich noch, das Nonplusultra früher, SCART-Anschluss. Da kannst du sogar noch, wenn du ältere Röhrenfernseher oder HD-Ready-Fernseher hast, die hatten noch diesen SCART-Anschluss, dann musst du die auch nicht eben verschrotten, sondern die kann man wieder voll einbinden. Jetzt kommen wir auf die Vorderseite und du hast von der Größe gesprochen. Wir sehen das gerade mal eine Handgröße von mir und ich habe jetzt keine großen Hände. Also Sie sehen, sehr, sehr klein und handlich, auch gut immer mitzunehmen. Und natürlich Fernbedienung, da sehen wir das Infrarot-Bedienteil, aber was wir hier sehen, ist natürlich auch noch schön, ein USB-Steckplatz, weil dieser SAT-Receiver hat die SAT-Receiver. Der hat auch gleich noch einen Media-Player drin. Das heißt, hier kann ich jetzt Filme oder Fotos oder Blockbuster, wenn ich die auf einer Festplatte oder auf einem USB-Stick habe, hier einstecken und dann auch mal Filme oder eben Aufnahmen aus der Konserve anschauen. Und das jetzt für 32,25 Euro. Ja. Also Sie sehen schon, nicht nur der Receiver an sich ist klein, auch der Preis ist fantastisch. Mich als Frau freut es natürlich besonders, dass es so klein ist, weil es gibt doch nichts Schlimmeres, liebe Frauen, als wenn man immer so große Geräte in der Wohnung stehen hat. Und noch eine große Besonderheit ist natürlich hier die grüne Taste. Richtig, auf der Fernbedienung. Das ist eine Pearl-Direktwahl-Taste. Das ist ein kleiner Service von uns, ohne den Programmplatz zu verändern. Ganz egal, wo er gefunden wird, sobald Sie die kleine grüne Taste drücken, sind Sie im Live-Programm von Pearl TV. Und wenn Sie jetzt noch die Taste auf Ihrem Telefonhörer drücken, dann landen Sie bei uns und dann sagen Sie bitte am Telefon, ich hätte gerne die ZX2825 und die 569. Das ist die Bestellnummer für unseren digitalen Pearl TV HD SAT Receiver. Ganz klein, ganz schlank und so natürlich auch der Preis mit 32,25 Euro. Da hat man auch immer mal einen auf Vorrat. Ne? Also das ist super. Ich habe die auch mal meiner Oma mitgebracht. Die hat nämlich noch so einen alten Röhrenfernseher und die hat gemeint, es gibt selten noch Receiver, wo du eben die Möglichkeit hast, auch mal den alten Röhrenfernseher noch anzuschließen. Warum auch nicht? Hier übrigens, das ist die grüne Direktwahltaste zu Ihrem Lieblingsteleshopping-Sender Pearl TV. So, und nun muss das Ganze ja auch irgendwie angeschlossen werden und das funktioniert nicht mit Magie, sondern mit Kabeln. Richtig, und da haben wir genau das Richtige für Sie. 25 Meter lang, ist aber kürzbar. Und wir sehen hier 2 F-Stecker. Und das hier ist der für innen, der kommt an Receiver. Und hier sehen wir natürlich für außen, da ist nochmal Wasser geschützt, sodass hier gar nichts passieren kann. Die Außenseite ist übrigens jederzeit kürzbar. Also ich kann jetzt von diesen 25 Metern, kann ich gerne auch auf 15 Meter zurückschneiden und kann dann sagen, jawohl, genau so lang muss es sein.
rein, aber ich kann auch die 25 Meter natürlich dran lassen. Der Preis hier, der ist der Wahnsinn, weil normalerweise zahlt man Antennenkabel im Meterpreis. Zwischen 50 Cent und einem Euro pro Meter sind da durchaus möglich. Und jetzt lass uns mal von 55 Cent ausgehen, dann wären wir hier jetzt schon bei 12,50 Euro, hätten noch keine F-Stecker, die muss man noch mal extra kaufen. Also du siehst, diese 6,60 Euro sind natürlich ein fantastischer TV-Sonderpreis. Absolut richtig. Also ich habe in so Elektrofachgeschäften auch häufig das Gefühl, dass die Kabel teurer sind als das Gerät an sich. Das sind natürlich so Zubehörteile, die normalerweise ultra teuer sind. Jetzt bekommen Sie 25 Meter für 6,60 Euro. Das ist ein Wahnsinnspreis, den sollten Sie sich auf gar keinen Fall entgehen lassen. Die Bestellnummer ist die PX5181 und die 569, sogar kürzbar das Ganze in bester Qualität. Jetzt am besten gleich noch mit dazu sichern und dann ist man auf der sicheren Seite. Dann hat man einen Receiver, da hat man die Flachantenne und hier eben nochmal das Kabel. Da sehen Sie es nochmal, an alles gedacht. 25 Meter lang, bestellen wir noch einmal. Das ist die PX5181 und die 569. Jetzt haben wir die ganze Zeit davon gesprochen, auch gerne mobil einsetzbar unsere Flachantennen, ob es beim Campen ist oder in einem Ferienhäuschen. Nur ist das ja so, jetzt will ich mich bei so einem heißen Wetter natürlich nicht reinsetzen in die Wohnung oder in mein Campingmobil. Ich will das ja auch draußen vor meinem Campingmobil schauen. Und wie mache ich das denn jetzt? Bohre ich jetzt ein Loch durch mein Campingmobil oder was mache ich da? Gehen wir erstmal andersrum. Also du brauchst diese Durchführung wirklich nur, wenn du innen schaust. Außen, Satelliten ist außen, dann fahre ich direkt zum Receiver, brauche ich kein Zubehör. So, aber innen, das ist wichtig. Dann brauchen Sie, weil die Satellitenantenne ist immer draußen. Sie müssen irgendwie reinkommen. Also, jetzt Loch bohren, das wäre eine Alternative, aber macht mal was kaputt. Deshalb Fenster. Durchs Fenster und jetzt aber nicht Fenster offen lassen, sondern mit dieser genialen Fensterdurchführung. Setzen Sie das einfach jetzt im Campingmobil an den kleinen Kipproladen, da sehen wir es an, ja, und legen es durch. Das ist 0,2 mm dünn. Das heißt, man kann das Fenster trotzdem komplett schließen. Und wir haben hier absolut keinen Sendeverlust. Ja. Es kommt das volle Signal durch und jetzt wird innen ganz einfach wieder das F-Stecker, das Antennenkabel angeschlossen und wird dann an den Receiver weitergeleitet. Und so problemlos kann das sein. Auch bei LKW einfach durch die Scheibe, ohne sie offen zu lassen, von draußen rein. Bei Wohnmobilen haben wir es gerade gesehen, natürlich bei Reisemobilen oder Wohnwagen ist das Gleiche. Ist natürlich auch für die Festinstallation zu Hause, weil da, wenn man es auf dem Balkon installiert, hat man das gleiche Problem, wie komme ich mit dem Antennensignal nach innen? Und da sehen wir das ganz einfach mit dieser ultraflachen Fensterdurchführung und die stört dann auch nicht weiter. Ja? 6,60 Euro ist natürlich ein super Preis. Ich wusste gar nicht, dass es diese Möglichkeit überhaupt gibt. Schauen Sie mal, hier einfach übers Fenster, also Fenster auf, reinlegen, Fenster zu, fertig. Also das ist hier wirklich ultra dünn. Ist eine tolle Alternative, anstatt dass Sie jetzt mit dem Vermieter reden müssten. Und ich glaube, der wäre nicht begeistert, wenn Sie da sagen, ich würde gerne ein Loch durch die Wand bohren. Aber nicht nur als Vermieter, auch als Eigentümer ist das natürlich immer eine schönere Lösung hier, wenn man das ganz einfach durchs Fenster führen kann. Und so eine Satellitenflachantenne muss natürlich auch ausgerichtet werden. Jetzt könnte man entweder jemanden kommen lassen, die verlangen dann allein schon fürs Anfahren sehr viel Geld, oder sie machen das selbst. Ja, und jetzt haben wir ja alles installiert. Wir sind vom Receiver mit dem Kabel bis zur Satellitenantenne. Jetzt muss die ausgerichtet werden. Und da haben wir einen digitalen Satfinder. Den schließen wir ganz einfach an die Schüssel und die eine Seite und die andere Seite geht dann Richtung Receiver. Und dann sehen wir hier auf diesem Gerät natürlich sofort die Feldstärke oder die Signalstärke. Und man kann richtig sagen, ab 80%, ja, hast du einen sehr, sehr guten Empfang. Mhm. Aber das kann ruhig auch mal auf 90% oder 98% gehen. Je höher, desto besser der Empfang. Und jetzt dreht man einfach die Antenne so lange, die Flachantenne, so lange, bis sie im richtigen Winkel in die richtige Richtung steht. Richtige Richtung ist übrigens noch ein wichtiger Punkt. Da ist auch ein Kompass dran, sodass, wenn man jetzt keinen Anhaltspunkt hat, wo ist denn ungefähr die Richtung, schaut man einfach mal auf den Kompass und dann findet man den richtigen Satelliten. Und das hier ist so denkbar einfach, auch bei LKW zum Beispiel, die ja immer mal in einem anderen Winkel parken, die müssen ja dann die Antenne auch kurz frisch einrichten, dann nimmt man dieses digitale Messgerät und schließt es an und dann hat man es innerhalb von nicht mal einer Minute perfekt eingestellt und kann dann in aller Ruhe Fernsehen schauen. Ja, oder auch wenn Sie irgendwo wohnen, wo es sehr, sehr windig ist, wo die Antenne sich dann auch häufiger mal verschiebt,
schiebt, müssen Sie nicht jedes Mal jemanden kommen lassen. Sie machen das ab sofort selbst. Und das jetzt für kleines Geld, 21,80 Euro, ist natürlich ein super Preis. Hier Spitzenqualität, jetzt unbedingt in die Leitung gehen und anrufen. 0180 51 51 und dreimal die 2. Viel Spaß!